Guten Tag und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie und euch und ja, zu einem weiteren wundervollen Replay-Cast. Und es ist mal wieder der gute Zero. Haben wir ja schon zweimal gesehen, also warum nicht auch noch ein drittes Mal? Glöggel, ja, sehr gut. Wir haben ihn ja einmal in der Leather gesehen gegen Protoss, dann haben wir ihn gesehen Custom gegen Savior und jetzt sehen wir ihn nochmal Leather gegen Ghostface. TVP. Belshir. Protoss Terra. Zero. Was ist eigentlich Zero? Zero Geschmack. Zero Zucker. Zero Brain. Zero Penislänge. Zero Kontostand. Wie bei mir. Zero einfach. Syscom Zero gegen den Gozu Ghostface. Oh, mit den Schnörkelbuchstaben. Schön. So. Baut auf jeden Fall ein Ding. Ja, ich würde gerne 2-on-2 spielen. Ich würde eigentlich auch selber gerne 1-on-1 spielen, aber ich habe gerade nicht so Bock auf 1-on-1 eigentlich. Ich will lieber 2-on-2. Vielleicht spiele ich auch gleich nochmal eine Runde Call of Duty, um dann heute wirklich das Spiel zu deinstallieren. Weil langsam ist es soweit, bald. Und wahrscheinlich, nee doch, ich fange mal Search and Destroy fange ich mal an bei Call of Duty. Aber da werde ich wahrscheinlich erstmal abfacken, weil ich nicht weiß, wo die Bombspots sind und auf den Maps und halt nicht weiß, wo die dann immer alle hocken. Und Search and Destroy macht eigentlich auch ohne Team keinen Spaß. Muss man schon ein Team haben, um mal zu wissen, ja hier, der deckt die, der die und da die Seite, der ist der Sniper, der ist der Läufer, bla 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 und so weiter. Früher habe ich ja mit meinem Clan, mit meiner alten Bande früher an der Xbox bei MW1, da haben wir ja richtig gesuchtet. Search and Destroy, haben wir sogar Leather gespielt, also ESL und Consoles, E-Sports, Krams gelöt. CC First bei Ghostface. Aber das ist lange her. Da hat mich dann ja damals der, ich war ja quasi fast der zweithöchste da im Team. Nach dem Oberchef. Und der hat mich dann aber rausgeschmissen aus dem Team, weil ich die alte gebumst habe, die er geil fand. Oder auch geil fand. Weil wir hatten dann da mal eine, das ist sowieso, wenn Mädchen dabei sind, ist sowieso immer ganz doof. Weil die ist auch zu uns gekommen, die konnte auch Call of Duty spielen als Mädel, die war auch recht gut. Und dann habe ich die zu uns ins Team geholt und dann hat man natürlich, hat sie da, ne, ist ja klar, Mädchen, die sah auch gut aus, war eine Blondine. Und dann hat sie da natürlich von allen hier zugespammt, hier Nachrichten, hier bla, Skype-Telefon, komm, lass bumsen. Und da habe ich meine Spezialtaktik wieder angewandt. Und dann, ja, ist man sich irgendwie näher gekommen, hat sich dann Briefe geschrieben, ganz romantisch. Ja, dann war sie mal eine Woche hier und dann haben wir korpuliert. Und das hat dann der Ghoul-Stuhl rausgefunden. Dann hat er mich nur angerufen und gesagt, ich bin ein altes Schwein. Er hat mich aus dem Clan geworfen. Ah. Ja. Das mit der Alten ging aber, das war auch nur so. Also die war, nee, das ging nicht lange. Das ging nur die eine Woche. Bisschen poppen und dann gut. So, hier, One Gate Expo, 2 Gate, ne, ja, 2 Gate Robo, jetzt. Und hier unten, Barakos. Ich kann auch mal ein Bild suchen von der. Kann ich euch gleich mal am Stream zeigen. Ich glaube, ich habe noch was von der. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aus Nürnberg kamen die auf jeden Fall und hat bei Möbeln, XXL Möbel-Dingsbums da, die mit dem roten Stuhl, da hat die gearbeitet.
So, Terra mit 4 Barracks statt erstmal 3 und der Factory. Hat auch hier das Gas gerade erst wieder befüllt. Zweites Gas jetzt im Bau. Echse kommt raus. Double Bunker. Protoss hier also ohne Chance mit Stalker Sentry was zu reißen. Auf der anderen Seite das SCV steht drin rum und guckt. Tja. Ja, ich überlege gerade noch, wie die damals hieß, die alte. In-game war es DK. Also DK oder DK. Irgendwie so. Keine Ahnung, wie hieß die denn? Hieß die auch Sandra? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, ich gucke gleich nochmal wegen dem Foto. So, weitere Gateways, Upgrades, natürlich, und Koloss-Tech auf der anderen Seite haben wir ja schon gesehen. 4 Barracks, aber noch keine Factory bei Ghostface. Die ist aber sehr, sehr spät. In der 9. Minute baut er erst die Factory und die Upgrades. Ich weiß nicht, warum er jetzt 4 Barracks gebaut hat, ohne dass er sie halt effektiv nutzt. Weil wenn normal ist es ja mit 3 Barracks und wenn ich 4 baue, dann denke ich mir, dass er aggressiv erstmal spielen will mit Barracks Units only. Macht er aber gar nicht. Baut die 4 Barracks, die Upgrades kommen sehr spät, hat halt auch die Factory sehr spät. Also das finde ich nicht gut. Diesen Bild hier von Ghostface, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, Torret wird hier gebaut, weil er was gesehen hat. Hat er den Twilight-Bude gescoutet hier? Nee, hat er nicht reingescannt. Er hat hier vorne gescannt. Baut einfach nur mal so auf Verdacht den Turret. Und der steht auch meiner Meinung nach nicht gut. Der wäre doch hier viel besser. Hier vorne gleich an der... Ja gut, so gesehen war es jetzt top, aber... Ne? Wenn halt hier die Stalker mal einen Meter rankommen, ist so ein Turret mal ratzfatz weggerasiert. Aber gut, muss ich nicht verstehen, was der hier spielt. Auf jeden Fall ist das ja ein Diamond-Spiel, haben wir am Ladescreen ja gesehen. Diamond gegen Diamond, Zero gegen Ghostface. Ja, der auch schon hier sportlich weiter expandiert. Drittes Nexus-Gerät sich hier zurechtstellt. Ansonsten halt hier Gateway Mix mit Kolossen spielt. Hat auch hier schon schön ordentlich Worker. Und er baut auch noch Double Worker weiter. Er hat hier schon schöne 52 Worker. Aber das sieht gut aus hier bei Zero. Zweite Forge. Hier drüben noch ein Gateway. Kolosse sind ja am Start. Range ist schon fertig. Charge kann er sich holen. Die plus 2 Attack Upgrades sind easy peasy, weil er ja die Twilight schon hat. Hier vorne auch ein Wall-In. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Kann man machen, weil Terra ja vielleicht hier mit ein paar Hellions durchbrettern könnte. Aber macht er gar nicht. Weil Factory sowieso irgendwo, ach da vorne. Ja. So, weitere Barracks, weitere Starports. Ja, 1-0 ist fertig. Ghostface, can you fix lag? Sorry! Sowieso dieses Fixen. Es ist sowieso immer der Knaller, wenn da der Stream mal laggt oder so und dann die Leute reinkommen, ey, fix mal deinen Lag. Als wenn man was dagegen könnte. In der Regel ja meistens nicht. Aber gut, Ghostface geht droppen. Hat ja hier gesehen, was Phase ist. Hat den Koloss gesehen. Sentries versuchen sie nochmal. Auf der anderen Seite geht jetzt hier der Drop hinein. High Templar Archiv ist auch schon da. Ah, da kann er mal schön hier den Tech killen. Das wäre richtig gut, wenn er das hier beides killen könnte. High Temp und den Core. Aber kann er nicht. Nichts kann er killen. Wie ist das eigentlich, wenn der Core weg ist und das Ding hier auch und man nur noch die Twilight Council hat, kann man dann trotzdem nochmal ein Hightemp-Archiv bauen? Geht das? Würde ich mich jetzt mal interessieren.
Weil man ja, um die Twilight zu bauen, braucht man ja den Core. Und wenn das jetzt beides weg ist und man nur noch die Twilight hat, kann man dann trotzdem noch das Hightemp-Archiv bauen, ist die Frage. Würde ich gerne mal wissen. Müsste man mal ausprobieren. Weiß ich jetzt nicht. So, frontal wird auch attackiert. Da vorne kommt der Bioball, rennt hier aber mal geschickt in drei Kolosse. Ja, und hier drüben immerhin die Robo-Bay abgerissen. Ja, zu wenig Marauder hier bei den Drops. Nur einer, das ist nicht so der Hit. Und auch frontal wird wieder schön killen, kassiert. Oh nein, der hat die Kolosse gerissen, alle drei. Nehme ich ab. Und drittes CC ist ebenfalls da. Vikings hat er jetzt gebaut, hat ja auch einen zweiten Starport schon. Also das war jetzt nicht so schlecht von Ghostface. Hat die drei Kolosse abgerissen, aber er hat hier dritte Base. Weiß er das schon, der Terra? Nö, er ist völlig im Dunkeln. Also ich meine, es mit nicht schlecht ist, dass er hier die Kolosse gekillt hat, alle drei. Ansonsten, naja, Robo Bay. Syscom Zero braucht ein Päuschen und weiter geht's. Jetzt findet er auch hier die dritte Base. Ja, und so geht's abreißen schon schneller, wenn man halt hier mal ein paar Marauder dabei hat, statt nur Marines. Ist schon krass, wie die Gebäude abreißen können. Oh, Supply Block Protoss. Böse. Ah, hier vorne auch den Drop verloren. Er wollte wohl nochmal reinfliegen. Habe ich gerade nicht richtig drauf geachtet, aber auf jeden Fall ist das Medivac weg. Das Medivac ist weg. Ah, jetzt hat Ghostface mal eine Pause gebraucht. So, Protoss kommt raus. Hat sich jetzt hier umgeswitcht. Hat keine Kolosse mehr im Bau. Ist jetzt hier auf Hightemp und Zealots, beziehungsweise Schlotze. Das heißt also, hier die ganzen Vikings sind für ein Popo. Ich meine, es sind nur drei, aber immerhin. Eine Menge Medivacs hat er jetzt hier, 11 Stück. Ah, die Templer will er sich hier holen. Kriegt einen zumindest. Das könnte eng werden. Also wenn die Storms gut sitzen, dann nicht. Aber ansonsten... Ich würde sagen, die Marauder würden das schon packen hier. So ein paar Bersen hier, mein Gott. Hat ja auch ewig lang Medivac. Viel Energie, Mana. Und warum ist hier eigentlich wieder Zerg-Musik in dem PvT? Oh, Schluck auf. So, Mama-Kors mit dabei. 1-2 die Upgrades gegen 0-2. Warum hat der denn keinen Attack-Upgrade davor? Ach, das groß, der ist ein SCV. 2-2. Und noch ein Templar down gegangen. Hier, das macht er echt gut, der Ghostface. Aber jetzt kriegt er hier einen Storm und die Feedbacks racken rein. Aber das sind so viele Marauder, da kann er die Luke hier nicht stürmen. Oh, der Ghost. Aber er hat nochmal einen EMP absetzen können. Guckt euch an, die ganzen Templer hier. Das ist noch einer hier dabei oder zwei mit Storm. Aber der hat sich nochmal gelohnt, der Junge. Ah, hier nochmal einen EMP reingehauen. Und nochmal schön einen rein. Und wieder die Templer erwischt. So, geht jetzt was für den Protoss. Der charge hier ran. Nochmal ein Storm. Der geht aber mehr oder weniger ins Leere. Ah, das sind so viele Marauder. Auch ganz schlechte Sicht hier für den Protoss. Die ganzen Medivacs stehen da drüber. Und die kann er auch überhaupt nicht attackieren, weil er keinen Stalker hat. Okay, drei Stück da hinten. Und auch hier die Engstelle. Da darf er nicht reinlaufen, hier der Zero. Ah, neue Archons werden hier gemorpht. Die Vikings stehen hier blöd rum. Die Archons kriegen alle komplett auf die Schnauze. Ja, nur mit Zealot Only kommst du hier nicht durch. Da wieder die Templer, da kommen die nicht. Nein. Dazu hier Energie aufzuladen, die Kollegen. Auch nochmal ein nettes Kiting hier, aber jetzt ist hier gleich Essig. Ja, kaum noch Energie.
Ja, und jetzt hat er auf einmal doch ein bisschen Anti-Air hier mit den Stalkern. Hat da gut die Medivacs hier erwischt. Die haben auch nur noch ganz, ganz wenig Hitpoints hier, die Medivacs. Also die sind auch gleich Geschichte. Lange kann das nicht mehr durchhalten hier. Das Ghostface. Zumal er ja auch seine dritte hier stehen. Ah, jetzt geht's hier mal los. Völlig aufgeladen, die Scheiße. Protoss hat sich jetzt hier schon die vierte Base hingezaubert. Hat auch ordentlich Overmins. So, da wird nochmal ordentlich durchgeföhnt hier. Und warum baut er keine Ghosts mehr, ist auch die Frage. Und warum repariert er nicht die Medivacs? Upgrades kommen jetzt auch. 3-3. Protoss versucht jetzt hier die Base sich mal zu holen. Da fängt die gerade an zu laufen, ja. Und dann ist es vielleicht auch schon wieder vorbei. Aber ich finde, er sollte jetzt nicht mit der kompletten Armee hier hingehen. Vielleicht nur so ein Teil und dann hier versuchen vorne. Ja, jetzt macht das andersrum. Geht mit einem bisschen was von rechts und kommt mit der kompletten anderen Armee hier hinten rein. Aber das dicke Ding hinten rein kann auch gut sein. Das sage ich euch. Ah, hier, der eine Schlag hier, der Junge. Bumm, gleich mal vier Typen erschlagen, Junge. Ja, das hat sich jetzt gelohnt für Ghostface, für Zero. Komplette Base abgerissen für hier 6-7 Bersen, die er da verloren hat. Schön heilen. So, wo hat er gescannt? Keine Ahnung. Ach, hier vorne. Ja, jetzt baut er wieder schön vier Ghosts, aber er hat ja kein Cloak. Das kann man schon mal erforschen. Ich glaube, jetzt kommt der finale Todespush von Zero gegen das Ghostface. Der hat sich ja gut verkauft anfangs. Aber ich glaube, jetzt kommt die pure Protoss Power hier gegen den armen One Base Terror. Oh. Ah, der Storm war richtig gut. Schön hintergesetzt. GG. Ja, damit nicht direkt vorne drauf, weil wenn er dann weggekitet wäre, hätte er dann viel davon gedodged. Wie man so schön sagt. Aber wenn er ihn gleich hinten reinknallt, dann nützt auch das Weglaufen nichts mehr, weil er trotzdem noch drin steht. Der war gut. Ja, und Zero wieder siegreich. Ja, gegen den Diamond Protoss gewonnen, gegen den Master Zerg sogar gewonnen und jetzt gegen den Diamond Terra. Was ist denn da los mit Zero? Grandmaster bald hier, oh what? Abonnieren, kommentieren, liken, alles anklicken, auf Wiedersehen, ich muss weg. Tschüss, tschüss.